Ich bin Workaholic. Warum ich dir das erzähle, möchte ich dir in diesem Video verraten. Und es geht heute um das Thema Burnout und wie du es vermeidest, dass dir einfach das passiert, was mir passiert ist. Denn ich möchte dir heute keine Philosophie mit auf den Weg geben, sondern tatsächlich meine Erfahrung, damit du einfach nicht die gleichen Fehler machst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Butrus Said und Onlinehandel E-Commerce betreibe ich seit 16 Jahren. Und heute geht es um eine Erfahrung, um meine Erfahrung zum Thema Burnout. Ja? Warum ich überhaupt dieses Video mache? Es gab ja bei mir in der Coaching-Gruppe, in der Mastermind-Gruppe eine Diskussion zum Thema Burnout. Wir haben einige Mindset-Videos eingeführt, die einfach die Leute nach vorne gebracht haben und manche sind wirklich so effektiv geworden. Aber andere Mitglieder befürchten tatsächlich, dass man auch ein Burnout bekommt. Ich möchte einfach deswegen einfach dieses Video mal hier aufnehmen und meine Erfahrung in dem Bereich dir einfach mitgebe, weil ich tatsächlich selbst einen Burnout hatte. Und ja, wie kam es überhaupt dazu, dass ich einen Burnout hatte und was ist überhaupt hier alles passiert? Ganz einfach, fangen wir mal direkt an. Ich kam aus Palästina nach Deutschland, habe hier erstmal die deutsche Sprache gelernt, habe hier studiert, Wirtschaftsinformatik und neben dem Studium habe ich mit meinem ehemaligen Geschäftspartner August die Firma E-Commerce Live hochgezogen. Und ja, was ist da passiert? Im Endeffekt habe ich gelernt, studiert, habe ich einfach die Firma hochgezogen und das Ganze 17 Stunden am Tag gearbeitet, ja, und manchmal einfach noch mehr. Das Ding ist, man hat ja es gerne gemacht, ja, das heißt, in den jungen Jahren hat man ja gearbeitet und das hat ja Spaß gemacht. Viele denken als Unternehmer, ja, warum machen die Leute das? Irgendwann, wenn du reich bist, ziehst du dich zurück, aber egal, welchen erfolgreichen Menschen du betrachtest, Jeff Bezos oder andere, auch jetzt, sag ich mal, in der Rente zum Beispiel, Bill Gates, diese Leute können sich nicht zurückziehen, ja? Zum Beispiel Warren Buffett, ja, wie alt ist der? Und der kann sich ja nicht zurückziehen, weil das ist ihre Leidenschaft. Wenn man etwa für etwas arbeitet, was ihm Spaß macht, dann arbeitet man gerne und das ist, sage ich mal, man arbeitet nicht für die Träume anderer, daher macht man das. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um meine Erfahrung im Bereich Burnout. Wie gesagt, ich habe einfach sehr lange gearbeitet, an manchen Tagen 17 Stunden, wenig geschlafen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Effektivität einfach nicht mehr da ist. Die Kreativität ist nicht mehr da. Man bekommt ja nicht mehr gute Ideen. Dann habe ich mich angefangen, mit dem Thema Burnout zu beschäftigen, wie das dazu kam. Und ich kann mich auch an eine Geschichte an Thomas, einer meiner Mentoren, sehr erfolgreicher Mensch, multimillionenschwerer Mann, der auch viele Firmen hochgezogen hat. Und der hatte mir einfach einen Satz gesagt, wobei ich mir einfach nicht dabei so viel gedacht habe. Ich notiere ja alles. Was hat der Thomas gesagt? Er hat damals gesagt, Butrus, du arbeitest viel, arbeite lieber weniger, denn bei mir ist das so, je weniger ich arbeite, desto mehr Geld verdiene ich. Dann habe ich gedacht, boah, was ihr überlegt, was labert der Thomas hier? Ich habe mir diesen Satz mal notiert und dabei nichts weiteres gedacht. Einige Jahre später habe ich einfach diese Leidenschaft entdeckt, dass man in Büchern ja viele Informationen findet, die man vielleicht auf sein Geschäft anwendet. Natürlich gibt es da viele Theorie, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr gute Bücher. Und da gibt es ja diese berühmte Geschichte von dem Bauer, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich teile dir gerne diese Geschichte mit. Da kommt ein weiser Mann zu einem Bauer, der einfach beschäftigt ist, Bäume zu fällen mit einer stumpfen Säge. Und dann fragt der weise Mann, ja, möchtest du nicht deine Säge schärfen, damit du die Bäume besser schneidest? Er sagt, nein, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit dafür. Ja? Und ja, das ist einfach ein Beweis, was einfach zeigt, wie Unternehmer manchmal so denken, die arbeiten hart, 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 aber ziehen sich nicht zurück und überlegen, wie kann ich das Ganze besser machen. Und das hat mir einfach dazu gebracht zu sagen, okay, jetzt mache ich halt ein bisschen Pause, schaue ich einfach, was man am Unternehmen machen kann, wie kann ich einfach die Aufgaben delegieren, wie kann ich einfach schauen, welche Aufgaben fallen, wiederholen sich im Unternehmen, wie kann ich einfach diese Aufgaben so dokumentieren, einfach Prozesse aufschreiben, dass die Mitarbeiter diese Aufgaben übernehmen. Und tatsächlich ist das passiert, was der Thomas gesagt hat. Denn je mehr ich einfach mehr Zeit für mich genommen habe, mehr im Urlaub war, mehr unterwegs war, habe ich mehr verdient. Denn ich habe mich einfach auf neue Kernaufgaben fokussiert. Ich habe an der Firma gearbeitet und nicht mehr mich mit diesen lästigen Aufgaben beschäftigt, die jeder Mitarbeiter lösen kann. Das heißt, wenn du zwei freie Hände hast, dann hast du ja zwei freie Hände. Das ist einfach wortwörtlich wahr, denn du beschäftigst dich einfach die ganze Zeit mit irgendwelchen Aufgaben, die eine andere Person lösen kann. Wenn man das ganz unternehmerisch betrachtet, das heißt, eigentlich kannst du dir die Zeit kaufen, indem du Mitarbeiter einstellst, die bezahlst,
Und dann hast du einfach mehr Zeit für wichtigere Aufgaben, die einfach mehr Geld bringen. Ja? Und das ist eigentlich deine Aufgabe am Unternehmen, zu arbeiten und nicht die ganze Zeit im Unternehmen zu arbeiten. Ja? Das habe ich ganz spät verstanden, aber das teile ich dir gerne mit heute, damit du einfach kapierst. Das heißt, je mehr Zeit ich für mich habe, desto mehr Geld verdiene ich. Das ist tatsächlich so. Und da muss ich das bestätigen, was Thomas damals einfach so gesagt hat. Denn ich, wie gesagt, ich überlege, wie kann man das Geschäft entwickeln? Wie kann ich das Ganze für mich umsetzen? Aber es geht heute noch um das Thema Burnout. Und eine weitere Geschichte, die mich inspiriert hat, war einfach von den Sportlern. Ja, wenn du Sport machst, wenn du Fitness machst, dann kannst du einen Fitnesscoach fragen. Das ist so, du musst einen Tag Kraftsport machen. Und am nächsten Tag machst du was anderes oder machst du Pause. Denn wann wachsen die Muskeln? Wann wachsen die Muskeln? Das ist die Frage an dich. Und die Muskeln wachsen an dem Tag, wo du Pause machst. Ja, das heißt, indem du dich erholst, dann wachsen die Muskeln. Und das ist genau wie mit deinem Gehirn. Ja, das heißt, du musst Pausen machen und nicht die ganze Zeit arbeitest. Dann passiert dir nämlich, was mir passiert, dass du einfach nicht mehr kreativ bist und nicht mehr einfach in deinem Unternehmen erreichen kannst, weil du einfach die wichtigen Aufgaben verpasst hast. Ich schaue kurz nach, ob ich einfach mein Mikrofon an habe, nicht, dass ich das Ganze hier aufnehme, denn ich möchte wirklich das Ganze ungeschnitten jetzt hochladen. Ja, funktioniert, hoffe ich. Schreib mir gerne mal bis jetzt einfach in die Kommentare rein, wie du das Ganze halt siehst, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, würde mich interessieren. Ich lese gerne mir einfach hier die Kommentare durch und das Ganze bedeutet für dich, dass du Pausen machen solltest. Ja, genau wie die Sportler. Das heißt, arbeiten, klar, soll man arbeiten, hart arbeiten am Anfang, weil man einfach an etwas arbeitet, was man einfach später, sage ich mal, für seinen Traum aufbauen möchte. Ja, das heißt, du arbeitest an deinem Traum, du arbeitest an einem Unternehmen, was für dich alleine funktionieren sollte. Denn ein Unternehmen ist einfach ein Werk, was du schaffst, was dich ohne dich funktioniert. Das ist eigentlich die Zusammenfassung oder die Erklärung von einem Unternehmen. Ja, das heißt, das Unternehmen muss unabhängig von dir funktionieren. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du es tatsächlich in deinem Leben geschafft. Dazu gehören einige, ja, ganz, ganz viele Funktionen. Und das ist eigentlich, was wir auch im Bereich Amazon Coaching einfach den Leuten beibringen. Ja, das heißt, wir bringen nicht den Leuten nur einfach Amazon Wissen bei, sondern wir bringen den Leuten einfach das ganze Unternehmenstum bei. Ja, das heißt, wie du denken solltest als Unternehmer, was du machen solltest, wie du Aufgaben delegierst, wie du ein Unternehmen aufbaust und nicht nur irgendein Amazon-Kurs hier, mach dies und das. Natürlich, das ist ja alles inklusive, was du bei uns hier im Coaching lernst, falls du dich gerne dafür bewerben möchtest. Aber auf der anderen Seite bringe ich einfach den Leuten bei, welche Geschichten ich im Leben hatte. Und anhand dieser Geschichten kann einfach das Gehirn das schneller aufnehmen. Das heißt, ich gebe dir keine Theorie oder irgendwas, sondern erzähle ich dir wirklich einfach meine Erfahrung. Ich habe das so und so gemacht, dann ist das so passiert. Du hast zwei Varianten, entweder machst du es so und dann passiert so oder machst du es so und dann passiert so. Und das ist, sage ich mal, einfach, was sehr, sehr gut funktioniert, was bei den Mitgliedern von uns sehr gut ankommt, weil ganz Theorie, diese ganzen theoretischen Beispiele, die kommen. Das Gehirn saugt einfach diese Informationen nicht gut. Ja, das heißt, jetzt habe ich dir zum Beispiel hier in diesem Video Geschichten erzählt und ich glaube, jetzt ist die Message bei dir angekommen und das muss man eigentlich mit seinem Wissen genauso den Leuten beibringen. Das unterscheidet einen guten Professor an der Uni von einem schlechten, der einfach nur Theorie erzählt, die man am Ende, mit der man einfach nicht anfangen kann oder auf der anderen Seite Beispiele, Geschichten erzählen, die einfach ja haften bleiben, denn wir sind einfach von unserer Geburt her, das ist von der Evolution der Menschheit, dass wir einfach uns nur an Geschichten erinnern können, weil Geschichten einfach uns dazu gebracht haben, zu überleben und deswegen, warum ich dir das erzähle hier, weil einfach auch diese Geschichte sehr wichtig ist. Das ist mir sehr wichtig, dass du kein Burnout bekommst. Deswegen versuche ich dir bei allen meinen Videos auch immer Geschichten zu erzählen aus meiner Erfahrung, damit du daraus lernst. Ich hoffe, das Video konnte dir einige Informationen geben, die du einfach anwenden kannst. Denn nimm dir Pausen, nimm dir Zeit
Da wachsen deine Muskeln, da wächst dein Gehirn am besten. Ich hoffe, das Video hat dir gut gefallen und es ist nicht so philosophisch, sage ich mal, so kompliziert. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ich würde mich über ein Like freuen, denn YouTube empfiehlt das Video dann weiter, je mehr Likes hier das Ganze bekommen. Schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video über deine Meinung. Freue ich mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Bodrus Said.